Guten Morgen, einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag wünsche ich euch und ich werde euch heute einmal über den aktuellen Stand der Forschung bezüglich der Gefahren der E-Zigarette aufklären. Ein Freund hatte mich um das Thema gebeten, weil ich ja so viel lese und genau das mache ich heute. Bisher wurde viel spekuliert und insbesondere von den Massenmedien irgendwelche Vermutungen aufgebläht, um eben Schlagzeilen zu machen. Aber mittlerweile verdichtet sich auch die Studienlage und die Forschungsergebnisse zum Thema. Und es zeichnet sich langsam ein klareres Bild der tatsächlichen Gefahren, die von elektronischen Zigaretten ausgehen könnten. Bronchiolitis obliterans, auch etwas weniger wissenschaftlich oft als Popcornlunge bezeichnet, benennt ein Krankheitsbild, wo eine Entzündung, die sich auf der Ebene der Bronchiolen abspielt, zu einer Vernarbung der Atemwege führt. Diese Krankheit tritt in erster Linie bei Autoimmunerkrankungen, bei medikamentöser Behandlung oder nach einer Lungentransplantation auf. Aber nun haben US-Forscher im Environmental Health Perspective herausgefunden, dass die Aromen in einer E-Zigarette eben diese Krankheit auch auslösen können. Verantwortlich dafür ist ein ganz spezielles Aroma. Das hat den Namen Diacetyl. Das Aroma vermittelt einen Buttergeschmack. Daher auch der Name Popcornlunge, da eben dieses Aroma insbesondere beim Mikrowellenpopcorn eingesetzt wird. Das Auslösen der schweren Lungenkrankheit durch Diacetyl wurde auch durch das US National Institute for Occupational Safety and Health bestätigt. Aber wieso darf man dieses Aroma denn im Mikrowellenpopcorn einsetzen, wenn es doch nachgewiesenermaßen die Krankheit auslöst? Ganz einfach. Und das ist eben ähnlich wie bei den Legionellen im Trinkwasser, wer das Video noch nicht gesehen hat, oben in den Infokarten. Der Verzehr des Diacetyls gilt nach heutigem Stand der Forschung als unbedenklich. Aber das Einatmen führt eben zu einer Entzündung und eben auch der Narbenbildung in den Atemwegen, die übrigens nicht reversibel sind. Und der Drang der E-Zigarettenhersteller, immer neue Aromen und Geschmäcker auf den Markt zu bringen und das Angebot sozusagen zu befriedigen, erhöht auch den Anteil der Aromen mit Diacetyl. Und entsprechend hat Joseph Allen von der Harvard TH Chan School of Public Health in Boston mal 51 dieser E-Liquids auf Diacetyl und deren Verwandte Acetoin und Pentandion untersucht und kam dann zu dem Ergebnis, dass 47 der 51 Präparate mindestens eine der drei Chemikalien enthalten haben. Die entsprechende Studie habe ich euch unten natürlich verlinkt. Aber auch hier zeichnet sich wieder das typische Bild ab, was zu Krankheiten und Leid auf unserer Erde führt. Einerseits der Wunsch nach immer mehr seitens der Verbraucher. Es muss immer ein neues Aroma sein. Wir haben mittlerweile über, glaube ich, 7000 Aromen im Bereich der E-Liquids. Es muss immer höher, weiter und schneller werden. Immer noch ein neues Produkt, ein neues Aroma. Und die Spirale dreht sich immer weiter. Aber die Menschen sind so sehr in ihrem Alltag gefangen, um diesen Irrsinn zu erkennen. Wenn man etwas Neues hat, dann ist man nicht zufrieden, sondern man will dann das Allerneueste. Und entsprechend kommt dann auch die Angebotsseite ins Spiel. Das ist das Zweite. Die Unternehmen, die bieten natürlich immer mehr Aroma an, wenn sie nachgefragt werden. Und aufgrund des Profitstrebens ist der Fokus auf eine möglichst billige Produktion einerseits und andererseits auf ein teures Verkaufen. Entsprechend werden auch gesundheitsgefährdende Stoffe eingesetzt, solange sie nicht explizit verboten sind. Unternehmen wollen Geld in allererster Linie und die Gesundheit der Kunden, das ist ihnen, ich sage es einfach mal so pauschal, egal. Und dann schafft man aufgrund eben der Unzufriedenheit der Kunden auf der einen Seite und dem Profitstreben der Unternehmen auf der anderen Seite so einen schönen Teufelskreis, wo man sich im Endeffekt nicht wundern muss, warum die Welt, insbesondere die Menschen auf der Welt, derart erkrankt sind. Bewusstsein, Demut und Bescheidenheit, das sind Tugenden, die sich nicht gut vermarkten lassen und auch keine entsprechende Dynamik auslösen können von der Wirtschaftsseite her. Aber es sind Tugenden, die die Menschen und damit die Welt heilen würden.
Also regt euch nicht auf, dass die Wirtschaft und in diesem Falle die E-Liquids, die E-Liquid-Hersteller sich im Endeffekt einen Dreck um euch scheren und um eure Gesundheit, wenn ihr nicht in der Lage seid, euch vom Konsum und den Drang immer neue Dinge besitzen zu müssen, lösen könnt. Die Dinge, die auf dieser Welt falsch laufen, in Wirtschaft und auch in der Politik, das sind Symptome einer Krankheit. Und die wahre Krankheit, das ist der Mensch. In diesem Sinne, ich hoffe euch ja, dazu animieren zu können, euer Bewusstsein weiterzuentwickeln und ja, dieses auch mit anderen zu teilen, damit wir diese Krankheit irgendwann auch ausrotten und heilen können. Wenn ihr noch mehr Informationen zu Nahrung generell bekommen möchtet, dann empfehle ich euch das Video Glutamat im Essen. Und wenn ihr bewusster werden wollt und auch euch die Frage stellt, wie ihr mit Angst und Vorsicht umgehen solltet, dann empfehle ich euch dieses Video. Ansonsten hoffe ich, dass ich meinen Freund befriedigt habe, zumindest thematisch, mit meiner Recherche zum Thema elektronische Zigaretten und wünsche euch einen wunderschönen ersten Weihnachtsfeiertag. Wir sehen uns morgen zum zweiten Weihnachtsfeiertag. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.